Und das nächste große Pflichtspiel steht an. Viertelfinale zu Hause gegen Juventus Turin. Auf jeden Fall ein sehr schwerer Gegner. Auf jeden Fall auch auf höchstem Niveau, genauso wie Barcelona, wo man nur ganz knapp irgendwie in der Verlängerung das Ganze noch für sich entscheiden konnte. Das Gute war halt, dass man es geschafft hat, hinten die Null zu halten. Und das wird auch hier dieses Mal das Ziel sein. Man wird nicht von Anfang an versuchen, hier Vollgas nach vorne zu geben, sondern man wird einfach versuchen, irgendwie so lange wie möglich die Null zu halten und dann, ja, zum Ende hin dann halt ein Tor zu erzielen oder halt durch einen Konter wäre ganz gut. Da man zu Hause spielt, ist man auch so ein bisschen gezwungen, auch das Spiel zu machen. Man muss sagen, Available United liegt es aber auch eher, das Spiel selber zu gestalten. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann so ausgehen wird. Auf jeden Fall versuchen wir unser Bestes und wir versuchen auch weiterhin ohne Gegentor auszukommen. Das wäre natürlich am besten. Natürlich außerhalb jetzt von dem Elfmeterschießen. Da kann man da nichts machen, aber wenn wir selber kein Tor erzielen, dann wollen wir halt auch keins kassieren. Das wäre so das Liebste. Jetzt Mohr vielleicht, der hier von Anfang an spielen darf, hat ja in der Liga immer super Leistungen gebracht. Und Wisser auch wieder von Anfang an dabei. Und mit der ersten Chance. War nicht schlecht gewesen. Buffon hat den aber auch gut gehalten. Jetzt erstmal Dybala wird hier umgegrätscht. Oh, und er ist auch verletzt. Also ich habe das schon öfters mal angesprochen. Ich mag es überhaupt nicht, wenn wir den Gegner dann so umgrätschen, dass er sich verletzt. Aber wir wollen ja eigentlich immer nur die Situation klären. Manchmal halt auch mit dem Foul, aber am besten halt ohne Verletzung. Jetzt schon der erste Wechsel. Douglas Costa natürlich auch ein qualitativ hoher, ja, starker Spieler. Aber ist natürlich blöd. Jetzt haben die einen Wechsel weniger. Hoffen wir mal, dass wir Juventus nicht dadurch entscheidend geschwächt haben. Jetzt aber über außen mit Freer. Und Mohr. Und Buffon kann den Ball erstmal halten. Anguissa. Williams gegen Costa. Hedges spielt nochmal zurück. Bereschinski. Und da ist wieder Wisser, aber Chiellini setzt sich durch. Higuain verliert den Ball. Wieder Wisser. Der nimmt Freer mit, der den Einsatz bekommen hat vor Songwoo. Und der Ball ins Aus. Flanke von Williams kam nicht an. Ja, er hat den Vortritt bekommen, Freer. Songwoo natürlich, ja, nicht unbedingt amused darüber, aber er hat es sehr sportlich genommen und generell ist das eine sehr sportliche Mannschaft, auch von der Moral her. Da gönnt jeder seinem Kollegen alles. Von daher wirklich ein gut funktionierendes Team und vielleicht auch das Erfolgsrezept. Freer jetzt über außen, nimmt Tänzer mit. Der braucht zwar ein bisschen, hat aber Platz. Spielt den Ball zu Wisser. Der kann den Ball rein flanken, da ist aber auch niemand außer Mohr. Die Flanke aber ohnehin zu nah zum Keeper. Higuain kann sich nicht durchsetzen. Pjanic verliert den Ball, weil O'Connor den Ball gut zur Seite klärt, holt sich ihn wieder, aber O'Connor auch zum zweiten Mal erfolgreich. Und jetzt Halbzeit. 0:0. Auf jeden Fall erfolgreich. 70% Ballbesitz available United. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Haben keinen Gegenschuss erlaubt und haben auch eine gute Passquote. Also für Juventus sieht es wirklich nicht gut aus. Und auch Higuain geht runter. Hatte kein erfolgreiches Spiel heute. Ja, ich bin gespannt. Zwei Wechsel hat Juventus schon verbraucht. Sollte es in die Verlängerung gehen, hat Available United diesbezüglich noch die Möglichkeit, komplett starke Spieler oder noch unausgelastete Spieler aufs Feld zu bringen. Was im Endeffekt vielleicht noch entscheidend sein könnte. Normalerweise müsste Juventus aber von der Physis her stärker sein, langfristig gesehen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall macht Available United ein super Spiel. Für die Heimfans ist das ein toller Tag bislang. Gute Chancen gesehen, wenig hinten zugelassen. Und das gegen einen Gegner, der auf jeden Fall
klar favorisiert ist, das ist schon stark. Wissa auf Moore. Viel Platz für Freer, der flankt rein. Anguissa kommt zum Abschluss, aber knapp übers Tor. Sehr schade, aber wieder klasse herausgespielt. Und was den Fans auch noch Mut machen kann, ist die Tatsache, dass ja von der Bank auch noch drei Jungs kommen können, die alle wirklich hoch motiviert sein werden. Und da können wir auf jeden Fall noch viel erwarten. Rissa wieder auf Moore. Der geht nach außen, nimmt Hedges mit. Der nimmt Bereschinski mit. Flanke kommt rein. Der Ball kommt bei Freer an. Aber der legt sich etwas zu weit vor. Benatia auf Benadeschi. Der verliert den Ball. Anguissa. Moore gegen Chiellini. Kann sich nicht durchsetzen. Der macht das gut. Geht da auf Nummer sicher. Und nochmal gerettet den Ball. Sie wollen den Ball im Spiel halten. Anguissa kriegt den Ball nicht. Khedira dazwischen. Aber Anguissa holt ihn sich wieder. Jetzt hat Moore Platz. Und zum zweiten. Und jetzt wieder daneben. Das wäre es gewesen zu diesem Zeitpunkt. Und Matuidi kommt nochmal rein für den Rechtsaußenverteidiger Bernardeschi. Und jetzt wechseln wir auch nochmal. Bingham wäre auf jeden Fall eine Option. Ich werde jetzt aber erstmal Wilson rausnehmen. Songwu kommt rein. Also Freer hat auf jeden Fall ein super Spiel gemacht, keine Frage. Aber versuchen wir da mit neuer Kraft über außen dran zu kommen an neue Chancen. Moore nimmt nochmal Hedges mit. Und der kommt zum Abschluss und Buffon wieder mal super in Form. Macht das gut. Wilson runter und Freer. Dafür kommen Gordon und Songwu. Und Gordon ist direkt da. Khedira aber dazwischen. Der Schiedsrichter? Nein, ist nicht der Schiedsrichter. Der Stürmer von Juventus latscht dahin, wird aber eingesammelt von unserem Verteidiger. Decilio. Songwu kann abfangen. Langer Ball, aber es geht wieder in die Halbzeit. Wieder mal mit 0:0. 67% Ballbesitz immer noch. Also ist schon Wahnsinn. Bingham kommt jetzt auch in die Partie für Wissa, der ja keine schlechte Partie gemacht hat, aber halt auch keine besondere Partie. Schauen wir mal, ob Bingham hier den Unterschied bringen kann. Songwu zieht in die Mitte. Wird abgefangen zum Schluss, gibt Ecke. Ball kommt rein von Hedges. Da ist Moore. Und der macht ihn. Der Ball über Buffon gespielt. Der springt zwar in die Ecke, aber er kommt da nicht mehr hin. Und Kiefer Moore mit dem 1:0. Wieder mal in der Verlängerung, genauso wie gegen Barcelona. Und wieder ist der Außenseiter in Führung und zieht aktuell ins Halbfinale ein. Und jetzt muss von Juventus was kommen. Chiellini auf Hövedes. Eigentlich kein Stürmer, ist aber für Higuain reingekommen. Kiefer Moore nimmt Hedges mit. Da ist Bingham. Benatia dazwischen. Mandzukic. Von dem haben wir auch noch nicht viel gesehen. Benatia wieder dazwischen. Pjanic auf Decilio. Macht das gut, aber Abpfiff, Halbzeit. Also von der Available sehen wir ein super Spiel. Juventus muss jetzt einfach mal auch offensiv was zeigen. Ansonsten verlieren sie hier verdient, weil sie viele Chancen zugelassen haben. Available United eine super Moral zeigt, ein super Spiel macht und ja, von Juventus einfach viel zu wenig kommt. Offensiv haben wir da gar nichts gesehen. Von daher wäre es auch verdient. Moore spielt den Ball auf Bingham. Der nimmt Songwu nochmal mit. Der zieht rein. Und der macht ein Hammertor. Wahnsinnsding von Songwu. Klasse angespielt. Der zieht in die Mitte, wie er es am liebsten macht. Und dann pfeffert er den in den Winkel. Wahnsinnstor. Auch in dieser Perspektive super zu sehen. Nichts zu halten für Buffon. Wahnsinn. Klasse Ding. Mandzukic. Ja. Setzt sich hier zwar durch, aber
Also dieses 2-0 ist wahrscheinlich die Entscheidung gewesen. Costa nochmal, O'Connor fängt ihn super ab. Da ist nichts mehr zu holen. Das war's. 2-0 für Available United. Und es ist hochverdient. Und jetzt haben sie die Chance, auch das Halbfinale und Finale zu gewinnen. In der ersten Saison den Global Challenge Cup zu gewinnen. Mit der Leistung, mit der Moral ist auf jeden Fall alles möglich. Kiefer Moore, Spieler des Spiels. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Bis dahin.